Der Westen will sich von China wirtschaftlich abkoppeln. Und es gibt aber Länder, die davon profitieren können. Allen voran Vietnam. Vietnam ist ein stark wachsendes, boomendes Land. Gleichzeitig ist der vietnamesische Aktienmarkt aber dieses Jahr stark zurückgekommen. Ist es eine Chance? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Am 8. Dezember ist der bundesweite Warntag. Da werden unsere Warnmittel getestet und wir werden von der Regierung und von unseren Behörden auf breiter Front gewarnt. Über Sirenen, über Radio, Fernsehen, soziale Medien und erstmals auch direkt übers Mobiltelefon. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob unsere Gesellschaft nach allem, was wir so hinter uns haben jetzt, ob wir so eine koordinierte Katastrophenwarnung dann auch noch wegstecken oder ob wir dann einfach alle komplett durchdrehen. Aber zum Glück, es gibt noch Leute, nämlich die, die hier auf YouTube Finanzkanäle schauen, die sind bei Katastrophenmeldungen schon völlig abgestumpft, die kann nichts mehr schocken. Darum wird es dann auch die neue Führungsschicht hier nach dem großen Zusammenbruch dann jetzt am 8. Aber klar, es gibt natürlich nach wie vor Dinge auf der Welt, die bedenklich sind, selbstverständlich. Zum Beispiel eben die Spannungen zwischen dem Westen und China. Zwei große Blöcke, die da gerade auseinanderdriften, was erstmal grundsätzlich für niemanden gut ist auch. Aber es gibt vielleicht ein paar Länder, die davon profitieren könnten, zum Beispiel Vietnam. Warum Vietnam? Der Westen will seine China-Abhängigkeit zurückfahren und verlagert Produktion und verlagert Investitionen auch in andere Länder, nicht zuletzt eben auch stark nach Vietnam. Und gleichzeitig verlagert aber auch China immer mehr Produktion nach Vietnam, weil da sind die Kosten niedriger und man kann damit ja zum Teil auch Zölle vermeiden und Sanktionen vermeiden. Also wenn auf den Spielsachen, die in die USA gehen jetzt oder auf den Klamotten oder auf den Solarzellen dann eben nicht mehr steht Made in China, sondern Made in Vietnam. Und gleichzeitig ist aber der vietnamesische Aktienmarkt dieses Jahr stark zurückgekommen, was jetzt natürlich eine Chance sein könnte. Vietnam wird schon lange gehandelt als der nächste Tigerstaat, als die nächste Werkbank der Welt auch und als eine von den großen Wachstumsstories, die wir noch haben in Asien. Und jeder, der den ganzen Aufstieg von China mitgemacht hat, der fühlt sich in Vietnam sofort wie zu Hause. Ein autoritäres Regime, halb kommunistisch, halb turbokapitalistisch, schwer zu durchschauen, aber hinter den Kulissen dann eben exorbitante Wachstumsraten, so mögen wir das. Das ist das BIP-Wachstum in Vietnam die letzten Jahre von der Seite von Trading Economics. Es war durchgehend hoch, es war fast immer über 5% und meistens auch eher in die Richtung so 7 bis 8%. Eine Belastung war dann natürlich der Ausbruch von Covid-19 Anfang 2020 und es gab dann auch einen sehr harten Lockdown im dritten Quartal 2021, wo die Wirtschaft dann sogar geschrumpft ist. Dieses Jahr dann wieder eine starke Erholung, im dritten Quartal jetzt sogar ein Anstieg um 13,7%, wobei da natürlich auch Basiseffekte zum Tragen kommen wegen dem schwachen Vorjahr. Aber insgesamt für 2022, da rechnet zum Beispiel die Weltbank für Vietnam mit einem Wachstum von 7,2% und das ist in so einem weltwirtschaftlichen Umfeld natürlich unglaublich gut. Warum ist das so? Vietnam zieht Investitionen an aus dem Ausland, vor allem wegen dem niedrigen Lohnniveau. Die Grafik hier habe ich schon mal gezeigt, die ist auch schon ein bisschen älter, die ist von Bloomberg. Das war vor der Pandemie, als alles noch normal war. Die durchschnittlichen Monatslöhne für Fabrikarbeiter in Dollar. Man sieht schon, es gibt einige Länder in Asien, wo die immer noch sehr niedrig sind, die Philippinen, Indien, Indonesien. In Vietnam sind sie aber noch niedriger. Und vor allem, sie sind eben auch deutlich niedriger mittlerweile als in China. Und der Unterschied ist jetzt auch eher noch größer. Und natürlich gibt es auch andere Länder mit niedrigen Lohnkosten, also Bangladesch, Laos, Pakistan und so weiter.
Da hat dann Vietnam aber wiederum den Vorteil, dass es eben doch eine relativ gute Infrastruktur hat im Vergleich. Also Straßen, Häfen, Stromversorgung, solche Dinge. Und dass es da auch eine konsequente Industriepolitik hat mit Subventionen, mit Steuererleichterungen für Großinvestoren. Es ist also investorenfreundlich und es ist auch ein sehr wettbewerbsfähiger Standort. Und darum sind da Samsung zum Beispiel ja schon seit vielen Jahren präsent oder auch Intel und Apple, die verlagern jetzt auch Produktion nach Vietnam über Foxconn und über Luxshare. Und wie gesagt, es kommen aber eben auch immer mehr Unternehmen aus China. Und der zweite Vorteil, Vietnam hat es bis jetzt geschafft, dass es sich raushält aus diesen großen Konflikten und aus diesen großen Blockbildungen. Es gehört zu den ASEAN-Staaten, es gehört zum großen Freihandelsabkommen RCEP, das von China angeführt wird. Es gehört aber gleichzeitig auch zur transpazifischen Partnerschaft, die eigentlich die USA aufgebaut haben. Das war gegen China gerichtet, wo sie sich unter Donald Trump aber wieder dann verabschiedet haben, was ziemlich dämlich war, nebenbei gesagt. Das heißt aber nicht, dass die Länder, die da noch dabei sind, dass die davon nicht profitieren würden, von dieser transpazifischen Partnerschaft. Und das hier ist eine Grafik aus der FAZ, die Handelsabkommen im asiatisch-pazifischen Raum und die Schnittmenge von denen, die bei allen drei drin sind, das ist relativ klein. Das sind nur Brunei, Singapur, Malaysia und Vietnam. Im Moment also auch ein großer Vorteil. Aber trotzdem, es läuft nicht alles glatt. Das ist der Xtrackers-ETF auf den FTSE Vietnam Index. Das erste, was man sieht hier, die Vietnam-Begeisterung ist nicht neu. Es hat schon vor der Finanzkrise 2008 eine große Vietnam-Begeisterung gegeben und es ist damals plötzlich viel Geld reingeflossen. Es hat einen Boom gegeben und dann aber eine Bankenkrise 2011, 2012 und der Markt ist in sich zusammengebrochen. Danach war es dann jahrelang wieder eine sehr gute Börse und dann natürlich der Pandemieeinbruch und jetzt aber eben noch ein härterer Einbruch. Man kann zwar sagen, ja gut, dieses Jahr war ja überall ein Einbruch und wir haben ja auch einen starken Dollar gehabt dieses Jahr. Der lässt aus den Emerging Markets Kapital abfließen und das eben natürlich gerade aus so einem spekulativen Frontier Market wie Vietnam. Das ist mal das eine. Und dazu kommt aber noch, wir haben in Vietnam jetzt eine Immobilienkrise auch und damit verbunden vielleicht auch wieder eine drohende Bankenkrise zumindest. Die Regierung ist vorgegangen gegen Korruption und gegen Überhitzung auf dem Immobilienmarkt. Gleichzeitig hat die Notenbank das Kreditwachstum beschränkt und dadurch ist jetzt aber Panik ausgebrochen und man fürchtet jetzt große Kreditausfälle in dem Sektor zumindest, im Immobiliensektor. Und die Liquidität am Markt ist eben auch stark zurückgegangen. Und das dann noch verbunden mit einer schwachen Weltwirtschaft und mit dem starken Dollar, das hat eben zu dem Einbruch geführt, jetzt der vielleicht eben auch noch nicht vorbei ist. Also wir haben jetzt zwar einen kleinen Erholungsversuch auch da gehabt, aber der Boden muss nicht unbedingt erreicht sein, jetzt schon in Vietnam. Ist es trotzdem ein interessanter Aktienmarkt zurzeit? Naja. Machen wir uns nichts vor, also solche Überhitzungskrisen, das ist nicht ungefährlich, das wissen wir natürlich. Und abgesehen davon, es geht da auch jedes Mal viel kaputt und Projekte scheitern dann auch, uns wird Geld vernichtet, uns werden Existenzen vernichtet. Es ist also alles andere als gut, was gerade passiert. Aber auf der anderen Seite, und das muss man eben auch sagen, es ist auch eben relativ typisch, gerade auch für solche Länder, die von weit unten kommen wirtschaftlich und die aufsteigen aber dann und die boomen. Und dafür gibt es viele Beispiele, die vergaloppieren sich dann eben und die überhitzen und die kommen in Krisen, die aber meistens relativ schnell wieder vorbei sind. Und von den Finanzmärkten wird sowas natürlich auch immer zusätzlich noch beschleunigt, weil es ja tolle Wachstumsstories dann sind und dann fließt eben unglaublich viel Kapital rein und dann aber auch schnell wieder raus. Und in kleineren Frontier Markets, da ist es auch zum Teil ganz extrem. Das ist fast schon Pump and Dump, könnte man sagen.
Sodass man aber sagen muss, kann, Börsen wie Vietnam, wenn sie ein paar Jahre mal super gelaufen sind, dann sitzt man da als Anleger eigentlich schon wieder auf dem heißen Stuhl fast. Aber auf der anderen Seite, nach einem Einbruch, erholen sie sich oft ziemlich schnell auch wieder, solange die Story noch stimmt. Das ist jetzt nur eine Faustregel mal, aber in Vietnam stimmt die Story eben grundsätzlich noch. Das Land ist strukturell wachstumsstark, es ist stabil, es ist solide, die Verschuldung liegt nur bei 40% vom Bruttoinlandsprodukt, die Demografie ist sehr gut und es gibt eben weitere Kapitalmarktreformen jetzt auch und Privatisierungen. Und bei den MSCI-Indizes, da steht jetzt auch die Aufstufung von Vietnam im Raum von einem Frontier Market zu einem Emerging Market, kommt wahrscheinlich 2024. Und wo es auch wieder aufwärts geht im Moment, ist der Tourismus. Der hat sich dieses Jahr noch nicht wirklich erholt in Vietnam, liegt immer noch 80% unter Vor-Covid-Niveau. Das wird aber nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder deutlich besser. Sodass man insgesamt sagen kann, ein Markt wie Vietnam, das ist immer eher spekulativ. Es ist damit auch eher nur eine Beimischung, würde ich sagen. Aber trotzdem, es ist eine von den wenigen echten Wachstumsstories, die wir noch haben auf der Welt. Und darum eben auch ein Markt, den man gerade dann, wenn er korrigiert hat, schon im Auge haben sollte und vielleicht ja auch in einem ersten Schritt schon ein bisschen was investiert da. Und wie investiert man da? Das ist leider noch relativ schwierig. Es gibt keine Einzelaktien bei uns aus Vietnam. Das Standardinvestment, das ist dieser Xtrackers-ETF auf den FTSE Vietnam Index, den ich vorhin gezeigt habe. Dann gibt es noch andere Vehikel, wie zum Beispiel den Forum One Vietnam Fund. Da habe ich leider nur den Chart hier von Morningstar. Der ist aufgelegt worden von einer sehr erfahrenen Fondsgesellschaft Wiener Capital, hat dieses Jahr auch einen Leitindex geschlagen, investiert nicht nur in Aktien allerdings, sondern auch in Private Equity und die Kosten sind da relativ hoch vergleichsweise. Und ich stelle Ihnen die WKNs von diesen ganzen Sachen hier auch nochmal alle drunter unter das Video. Indirekt investieren, zumindest im Ansatz, kann man zum Beispiel mit Thai Beverage, hier der 5-Jahres-Chart in Euro, ein Bier- und Spirituosenkonzern aus Thailand, habe ich hier ja auch schon mal ausführlich besprochen. Thai Beverage hat inzwischen auch 54% der Anteile am größten Braukonzern in Vietnam, Anzabico, was mittelfristig schon interessant ist. Die sind also nicht nur in Vietnam aktiv, aber eben auch in Vietnam. Oder man kann es auch versuchen mit einem chinesischen Unternehmen, das in Vietnam ist, also eins der vielen aus dem Textilsektor, hier zum Beispiel Pacific Textiles. Die Aktie, die ist natürlich wie viele chinesische Aktien die letzten 2 Jahre auch nochmal deutlich gefallen. Und es ist außerdem natürlich auch ein hartes Geschäft, die Textilwirtschaft. Ist auf jeden Fall relativ spekulativ im Vergleich zu Thai Beverage. Aber wir haben hier auch eine prognostizierte Dividendenrendite von 11,2%. Und hier noch eine chinesische Aktie, die ab und zu genannt wird, Lux Group, eine Beteiligungsgesellschaft aus Hongkong. Die haben in Vietnam ein Zementwerk und einen Bürokomplex. Und damit sind sie aber natürlich in Bereichen, in denen es in Vietnam gerade nicht besonders gut läuft. Und auch schon die letzten Jahre waren da die Zahlen auch schon nicht so besonders. Die Aktie wird inzwischen gehandelt mit 80% Abschlag auf dem Buchwert. Das ist schon interessant, aber es ist ein Wert, der bis jetzt nicht so überzeugt hat und insofern schon eine heiße Kiste. Also wenn man investieren will als normaler Anleger in Vietnam, dann ist für die meisten Anleger wahrscheinlich dieser Xtrackers-ETF auf den Index doch die beste Wahl. Aber was eben wichtig ist und wichtig bleibt für Vietnam, das ist die weltwirtschaftliche Konstellation. Bleibt die so, wie sie ist? Vietnam profitiert zurzeit davon. Man könnte sogar auch sagen, es ist ein Trittbrettfahrer. Ich sehe es aber nicht nur negativ, weil erstens, was sollen sie machen? Diese Konfrontation zwischen China und den USA, die ist natürlich da.
Und zweitens, das ist ja auch alles nicht ungefährlich und da muss es eben auch nicht schlecht sein, wenn es doch immer mehr Länder gibt, die durchblicken lassen. Wir sind nicht bereit, ungeachtet von unserem politischen System und auch von unserem Wertesystem, diese Konfrontation da so mitzumachen und uns da auch einspannen zu lassen von den großen Blöcken. Das hört man ja inzwischen ab und zu schon wieder sogar aus der EU, von Präsident Macron zum Beispiel, der neulich gesagt hat auf dem APEC-Gipfel, die USA und China, das sind zwei große Elefanten, die immer nervöser werden. Und wenn sie jetzt noch nervöser werden, dann hat langsam der ganze Dschungel ein Problem. Und darum sollten sich jetzt die anderen Tiere im Dschungel eben, also die Tiger und die Affen und so weiter, auch wieder stärker zusammentun und kooperieren. Die Aufteilung der Welt in zwei große Blöcke sei ein Fehler. Grundsätzlich müssen wir da alarmiert sein wegen China in dieser Krise. Darüber spreche ich demnächst mit meinem Kollegen Erik Newe von China to Invest. Der sieht das wahrscheinlich in einigen Punkten auch ein bisschen anders als ich. Und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei, vielleicht ja sogar schon als frisch gebackene Abonnenten von diesem Kanal. Dabei auch auf die Glocke drücken, dann sehen Sie nämlich auch, wenn neue Videos da sind von mir und welche andere Videos auch in Zukunft kommen, die Sie sonst ja unter Umständen nicht unbedingt gleich angezeigt kriegen würden. Es bleibt also spannend, hoffen wir auf die Tiger und auf die Affen. Und wer die Tiger sind, das ist bekannt. Die Tiger, das sind die aufstrebenden asiatischen Tigerstaaten, die eben auch für Anleger nach wie vor interessant sind. Und wer die Affen sind, das können wir uns ja auch denken. So langsam. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.